Hello Friends und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute etwas Herbstliches für euch und zwar habe ich einen Tag lang nur Kürbisrezepte gegessen, von morgens bis abends. Und ich schreibe euch auch alle Rezepte in die Infobox, ganz wichtig. Wenn ihr die nachmacht, markiert mich sehr, sehr gerne auf Instagram. Ich blende euch meinen Kanal hier unten ein. Es würde mich auch sehr freuen, wenn ihr mir dann natürlich folgt. Nicht nur hier, sondern auch da, weil dann bekommt ihr noch mehr von mir mit. Und ja, ich hoffe, ich kann euch ein bisschen inspirieren mit den Rezepten. Vielleicht macht ihr, wie gesagt, das eine oder andere nach. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Video. Ich kann euch schon mal so viel sagen. Es war sehr lecker. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß. Oh mein Gott, Leute. Ich habe mir Pumpkin Baked Oatmeal. Ja, alles klar. Pumpkin Baked Oatmeal gemacht. Boah, ich freue mich so drauf. Ich zeige euch das gleich mal genauer. So, das ist jetzt das fertige Baked Oatmeal. Und ich habe noch eine Glasur aus Pudererythrit und Zitronensaft drüber gemacht. Und ich würde sagen, ich mache mal hier den Löffeltest. Ich gucke nur, dass es scharf ist. Mein Gott, das ist so geil fudgy geworden. Mmh. Oh mein Gott, das Rezept verlinke ich euch in der Infobox. Es ist ein selbst kreiertes Rezept, muss ich sagen. Und wir probieren das jetzt mal. Friends, es ist wahrscheinlich noch super heiß. Das ist lecker. Ich hätte vielleicht ein bisschen weniger Kürbis reinmachen können. Also schmeckt schon sehr nach Kürbis. Mmh. Aber ich mache mir noch ein bisschen mehr Glasur, damit es so ein bisschen süßer schmeckt. Aber schon echt geil. Also ich schreibe das Rezept mit circa ein bisschen weniger Kürbis unten in die Infobox, dass ihr es auch lecker nachmacht und nicht mit zu viel Kürbis. Ihr könnt eigentlich Kürbispüree nach Belieben reinmachen. So wie ihr es mögt. Wenn ihr viel Kürbisgeschmack wollt, dann haut rein. Dann macht Kürbispüree ohne Ende rein. Ich habe jetzt, glaube ich, 150 Gramm Kürbispüree genommen. Habe ich ja vorgekocht. Und ja, für meinen Geschmack ist es ein bisschen zu viel. Aber richtig, richtig lecker. Das lasse ich mir jetzt schmecken. Ich habe nämlich gerade Vorlesung. Deswegen muss ich mich jetzt leider schon wieder verabschieden. Aber wir sehen uns dann zum nächsten Rezept wieder. Okay, Leute, ich wollte einmal cool sein und Barista-like sein, aber irgendwie... Okay, das sieht gerade echt falsch aus. Oh mein Gott. Das sollte eigentlich schön aussehen und dann wurde es immer hässlicher und dann dachte ich mir, ach komm, ist gut jetzt. Auf jeden Fall habe ich ja Kürbis-Haferkekse gebacken mit dem Hey Crunch-Granola in Apfelzimt. Oh mein Gott, das braucht ihr unbedingt, wenn ihr diese Kekse nachbacken wollt. Es schmeckt so gut, vor allem sind in dem Granola noch Kürbiskerne drin. Das passt ja wohl perfekt, oder? Und die sehen so gut aus. Oh mein Gott, und die sind so richtig weich und fudgy. Und davon werde ich jetzt welche essen und vor der Kamera mal probieren. Also, ich habe jetzt hier mein Pumpkin Spice Latte. Habe ich vergessen zu sagen. Ich habe das Pumpkin Spice hier reingemacht, damit es auch hier schön
kürbisgetreu bleibt den ganzen Tag, auch bei Getränken. Lecker. Und jetzt probiere ich diese nicen Kekse hier, die ich gebacken habe. Das müsst ihr unbedingt nachmachen, das Rezept. Sind so richtig klebrig und boah, hier. Ja. Da ist schon ein Schluck Kaffee. Richtig, richtig geil. Und die Kekse sind ohne zugesetzten Zucker. Ihr habt ja gesehen, wie ich sie gemacht habe. Ich verlinke euch, wie gesagt, das genaue Rezept nochmal in der Infobox. Das ist auch eine Eigenkreation von mir. Ich versuche heute generell nur Eigenkreationen zu machen, weil alles andere wäre langweilig. Also ich überlege mir halt selbst die Rezepte. Und ja, schreibe euch die Zutaten und die Mengenangaben in die Infobox. Wie gesagt, ich habe das jetzt für 12 Cookies gemacht. Deswegen also nicht viel, weil die schafft man in 2 Tagen oder höchstens vielleicht auch heute noch. Weil die sind echt lecker. Und wenn ihr es halt für mehrere Personen machen wollt, müsst ihr immer mal 2, mal 3, mal 4, mal 5 rechnen etc. Aber ich denke, das wisst ihr auch. Aber die kann ich euch echt empfehlen nachzumachen. Wie gesagt, verlinkt mich in euren Stories, wenn ihr die nachmacht. Ich würde mich super freuen, was bei euch zu sehen. Und ich lasse mir die jetzt noch schmecken, weil ich habe jetzt weiter Vorlesung. Und heute kein Ende. Außer doch, um 14.35 Uhr habe ich Schluss. Und dann sehen wir uns später zum nächsten Rezept wieder. Ihr könnt sehr gespannt sein, Orge. Ich freue mich so. So, ihr Lieben, ich bin jetzt mal gespannt, was das wird. Hier sind meine Kürbishälften im Ofen. Die müssen jetzt ein bisschen garen. Ich weiß nicht, wie lange. Ich gucke einfach immer zwischendurch mal. Und dazu mache ich mir jetzt eine cremige Käsesoße. Hier habe ich schon Milch in den Topf gemacht. Mache gleich noch Salz rein. Die werde ich dann erhitzen. Und da rein werde ich Schmelzkäse reinrühren. Und am Ende überbacke ich das Ganze nochmal mit Mozzarella. Yes, das wird echt ein Gedicht, Leute. Das sage ich euch. Richtig lecker. Leute, mein Kürbis ist fertig und Halleluja, ich habe ja jetzt noch Mozzarella drüber gemacht. Oh mein Gott, Cheese Porn. Yummy. Ich freue mich richtig drauf. So Friends, kommen wir zum Taste-Test. Ich mache noch kurz ein bisschen Gewürze drüber. Weil ich habe noch nicht viel gewürzt, außer die Soße. Einfach Hackfleisch, Gewürze über Kürbis. Okay. Auf jeden Fall freue ich mich sehr, sehr, sehr drauf. Oh mein Gott. Wie soll ich das essen? Geil, oh mein Gott. Also ich muss sagen, der Kürbis schmeckt natürlich nicht wie Nudeln. Ist ja irgendwo logisch, ne? Aber es schmeckt richtig, richtig lecker. Wie einfach eine Kürbissuppe mit Fäden drin. Und Käse. Mm. Oh mein Gott, Leute, das müsst ihr nachmachen. Wow, das ist richtig, richtig lecker. Hammer. Ich finde es immer so krass, was man aus Kürbis alles machen kann. Dass der so vielseitig ist. Man denkt tatsächlich, man isst Spaghetti. Weil hier sind halt wirklich so Spaghetti-Fäden. Aber es sind eher so kleingeschnittene Spaghetti. Aber es schmeckt. Rezept verlinke ich euch in der Infobox. Macht es auf jeden Fall nach. Es lohnt sich, Leute. Oh mein Gott, es ist so lecker und so ein leckeres Herbstessen. Vor allem, wenn es draußen richtig kalt ist, man so fast erfroren wieder reinkommt und dann so ein schönes, warmes Essen hat. Nur die Soße ist mir ein bisschen flüssig geraten, aber sonst optimal. Deswegen, die Soße esse ich halt wie eine Suppe.
gehört, Leute, bei mir gibt es jetzt ein Pumpkin Pie Cheesecake mit Haselnuss obendrauf und Vanillesoße und einem Boden aus Butterkeksen und Spekulatiusgewürz und Butter. Und ich schneide jetzt hier mal ein Stück raus. Boah, ich freue mich so derbe drauf, das sage ich euch. Ich habe gerade generell so Cravings nach was Süßem. Ist mit einer Hand gar nicht so einfach, Leute, ich sag's euch. Oh mein Gott, der sieht so gut aus. Ach, geil. Den lasse ich mir jetzt noch schmecken als Nachtisch. Und gucke noch ein paar Serien. Bevor ich mich ins Bett lege, probiere ich den noch einmal mit euch. Boah, da habe ich mich ja selbst übertroffen. Boah, sieht ja nice aus. Ich hoffe, mein Autofokus funktioniert jetzt wieder besser als vorhin. Mmh, wow. Der ist heftig. Halleluja. Müsst ihr nachmachen. Ihr kommt nicht dran vorbei, Leute. Ihr müsst diesen Kuchen einfach nachmachen. Mehr will ich dazu auch eigentlich gar nicht sagen, weil der Kuchen spricht für sich. Der Geschmack auch aufhört. Vielleicht, wenn ihr noch diese Lotus-Spekulatius-Creme drüber drizzelt oder braunes Mandelmus oder so, stelle ich mir auch richtig, richtig nice vor. Aber wie gesagt, Rezept habe ich unten in der Infobox für euch aufgeschrieben. Und ich lasse es mir jetzt noch schmecken. So, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr konntet ein bisschen Inspiration mitnehmen aus dem Video. Wie gesagt, alle Rezepte sind unten in der Infobox verlinkt. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert auf jeden Fall diesen Kanal, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Ich habe sehr, sehr coole Sachen in nächster Zeit geplant. Und das Abo kostet euch ja nichts und schadet auch keinem. Würde mich trotzdem auch freuen, wenn ihr mir natürlich auch einen Daumen nach oben da lasst und für den Algorithmus einen Kommentar da lasst. Das wäre super, super lieb von euch. Ich schaue auch dann mal bei euch vorbei, falls ihr irgendwie auch Videos hochladet, dann gucke ich da auch mal wieder durch. Und falls nicht, nehme ich mir eure Kommentare aber sehr, sehr, sehr zu Herzen und freue mich über jeden, der kommentiert. Und folgt mir auch sehr gerne, wie gesagt, auf Instagram. Ich blende euch das irgendwo ein auf irgendeiner Seite. Da bin ich, wie gesagt, täglich aktiv und da bekommt ihr noch mehr aus meinem Leben mit. Und ich würde sagen, wir sehen uns am Sonntag beim nächsten Video wieder. Bis dann, ciao!